Miau, miau, miau! Hier ist die Katzen-Mario-Show! Hallo allerseits! Ich bin Katzen-Mario, einer der Gastgeber der Katzen-Mario-Show. Und ich bin Katzen-Peach. In dieser Show präsentieren wir euch interessante Fakten, Tipps und Quizfragen zu Super Mario 3D World und vielen anderen Spielen. Wir werden bestimmt viel Spaß zusammen haben. Fangen wir mal an! Werde zum Mario-Experten! In diesem Teil der Show sehen wir uns Mario-Spiele an und helfen euch, wahre Mario-Experten zu werden. Heute steht das Spielen von Super Mario 3D World mit Freunden im Mittelpunkt. Ihr wisst sicherlich alle, dass in Super Mario 3D World bis zu 4 Freunde zusammenspielen können, oder? Beim Spielen mit Freunden könnt ihr euch gegenseitig hochheben, anderen helfen, ganz hoch zu springen oder gemeinsam Feinde besiegen. Es kann sehr effektiv sein, gemeinsame Sache zu machen. Jetzt sehen wir uns etwas Geheimes an, das nur möglich ist, wenn man gemeinsam spielt. Da wird es wirklich interessant. Schaut mal, die beiden hier haben das Level zur Hälfte geschafft, sind aber winzig klein. Ziemlich gefährlich, das Ganze. Ja, aber wenn beide winzig sind, kann man den anderen hochheben und zusammen eine Zielflagge passieren. Dann werden beide stärker. Tolle Sache! Und noch etwas. Wenn euch ein Superstern unbesiegbar gemacht hat, könnt ihr eure Freunde anrempeln, damit sie ebenfalls unbesiegbar werden. Ja, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und zu guter Letzt könnt ihr mal versuchen, auf den Kopien einer Doppelkirsche eine Stampfattacke zu machen. Warte mal, der hat ja eine der Doppelten geklaut. Es macht auch Spaß, seinen Freunden Kopien zu entwenden. Das würde ich nicht zulassen. Sowas würde ich doch nie machen. Es gibt noch viele andere Dinge, die man machen kann, wenn man gemeinsam spielt. Versucht mal, alle Möglichkeiten zu entdecken. Weiter geht's. Für das Superquiz. In dieser Rubrik testen wir euer Videospielwissen. Denkt bitte reiflich nach, bevor ihr antwortet. Das heutige Thema ist Super Mario 3D World. Dieses Power-Up heißt Goomba-Maske. Was passiert, wenn ihr sie aufhebt? 1. Gegner greifen nicht an. 2. Ihr nehmt Schaden. 3. Ihr könnt nicht springen. 4. Alle Goombas verschwinden. Die richtige Antwort ist 1. Gegner greifen euch nicht mehr an. Wenn ihr die Goomba-Maske aufsetzt, halten euch die Goombas in eurer Nähe für einen von ihnen und ignorieren euch. Obwohl eure Beine nicht versteckt sind, nehmen sie gar keine Notiz von euch. Aber andere Gegner als Goombas bemerken euch schon, also seid vorsichtig. Das Leben ist hart. Jetzt haben wir ein Video für euch, in dem irgendwo ein Pixel-Luigi versteckt ist. Ob ihr ihn entdeckt? Wir zeigen das Video nochmal für alle, die ihn nicht entdeckt haben. Diesmal etwas auffälliger. Diesmal schafft ihr das. Habt ihr ihn gefunden? Die Antwort lautet... Er ist winzig. Kein Wunder, dass man ihn so schwer findet. Hier kommt unsere letzte Frage für heute. Wie heißt dieser Charakter, der euch den Weg versperrt, indem er sich nach links und rechts bewegt? 1. Spikey. 2. Links 2. 3. Gookiewumms. 4. Karumpel. Die richtige Antwort ist... 3. Gookiewumms. Der heißt so, weil sich seine Augen nach links und rechts bewegen, wenn er läuft. Da man ihn nicht besiegen kann, müsst ihr aufmerksam sein und den richtigen Moment abwarten, um euch an ihm vorbeizuschleichen. Das war unser Quiz. Wie viele Fragen habt ihr richtig beantwortet? Ich bin sicher, das haben alle echt gut gemacht. Meinst du? Klar, aber nächstes Mal werden die Fragen etwas schwerer.
Was hast du vor? Warte mal ab. Leute, kennt ihr eigentlich das Minispiel Kirbys Recken aus Kirby Triple Deluxe? Im nächsten Abschnitt zeigen wir euch ein paar Tipps, wie ihr in Kirbys Recken super stark werden könnt. Schaut aufmerksam zu, um eure Freunde zu übertrumpfen. Los geht's! Der Weg eines meisterhaften Kirby-Recken. Trainiert mit uns, um ganz starke Spieler zu werden. Kirbys Recken ist ein Kampfspiel für bis zu 4 Teilnehmer. Dabei spielen alle als Kirby. In dieser Rubrik stellen wir 10 Spezialpowers vor, die ihr in Kirbys Recken einsetzen könnt und erläutern, wie ihr im Kampf am besten damit umgeht. Also passt gut auf! Heute stellen wir euch 2 interessante Spezialpowers vor: Schwert und Boomerang. Die Fähigkeit Schwert ermöglicht es euch, mit dem Schwert zu kämpfen. Die meisten Attacken wie Sturmschwert sind für den Nahkampf geeignet. Feinde, die sich unter euch befinden, könnt ihr mit dem Abwärtsstoß angreifen und mit dem Stich könnt ihr euch auf weit entfernte Gegner stürzen. Wenn ihr es mit dem Aufwärtsschlag kombiniert, könnt ihr eurem Gegner mächtig zusetzen. Aber das ist noch nicht alles. Nachdem ihr den Gegner hochgeschleudert habt, könnt ihr einen Falkenschlag machen, um großen Schaden anzurichten. Probiert mal diese Combo aus. Nähert euch mit dem Stich, setzt dann den Aufwärtsschlag ein und beendet euren Angriff mit dem Falkenschlag. Grandios! Nun zum Bumerang. Mit dieser Attacke könnt ihr weit entfernte Gegner angreifen. Mit dem Boomerang-Schnitt könnt ihr die Waffe nach oben oder unten werfen. Nutzt dabei den Levelaufbau zu euren Gunsten aus. Durch Aufladen könnt ihr auch den besonders wirkungsvollen Hyper-Boomerang einsetzen. Seid achtsam im Kampf und setzt ihn im richtigen Moment ein. Drückt den Knopf wiederholt, wenn ihr in der Nähe eurer Gegner seid, um mit dem Spaltschnitt anzugreifen und setzt schließlich den Ultraschnitt ein. Nochmal zusammengefasst. Nutzt den Boomerang-Schnitt für entfernte Gegner und besiegt sie mit dem Spaltschnitt, wenn sie sich nähern. Damit endet das heutige Training. Macht weiter so, ihr Recken! Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schaltet euch nächstes Mal wieder die Katzen-Mario-Show ein. Wir präsentieren euch aufregende Informationen zu Spielen, so wie heute. In der nächsten Folge erwartet euch noch einiges mehr, unter anderem eine neue Rubrik. Bis zum nächsten Mal!